Wir befinden uns in der Nähe von Bremen, ca. 30 Kilometer entfernt. Und als Firma Meiners Saaten produzieren wir Saatgut mit landwirtschaftlichen Betrieben. Und hier ist einfach die Saatgutverarbeitung. Das Saatgut wird erst gereinigt. Nach der Reinigung erfolgt eine Einlagerung. Nach der Einlagerung wird das dann dementsprechend nach Kundenwunsch behandelt. Es kann geimpft werden, es kann gebeizt werden oder aber auch so, wie es denn ist, vertrieben werden. Wir produzieren ja unter anderem Winterraps, Sommerraps. Und das ist eine Hybridform. Und bei der Hybridform ist das so, dass wir fertile Pflanzen haben und sterile Pflanzen. Und die sterile Pflanzen ist das, was wir nachher ernten. Und wir brauchen immer die Hummel, um nachher den Pollen praktisch von der fertilen oder fertilen Linie zu der sterilen Linie hintransportiert wird. Und daher ist die Bestäubung für uns das Wichtigste in der Produktion. Früher haben wir ja die Tripol eingesetzt und jetzt haben wir Natripol-Booster, weil wir die sehr schön in die Fläche reinstellen können. Es ist eine einfache Kiste, es kommt eine Unterstellkiste da rein und die ist einfach in der Fläche zu verwenden. Und der Landwirt hat dann einfach nur einen Stöpsel zu ziehen und in dem Fall können die Hummeln dann in der Fläche arbeiten. Da für uns das Wichtige ist, dass wir eine hohe Qualität produzieren und sehr gutes Saatgut herstellen, praktisch für unsere Kunden, brauchen wir eine optimale Bestäubung. Und diese Hummeln sind für uns ein Standard geworden, weil ganz einfach ohne diese Hummeln können wir die Bestäubung nicht mehr gewährleisten. Wir haben unseren Ertrag praktisch in den letzten 5 Jahren in der Fläche verdoppelt. Koppert ist ein sehr innovatives Unternehmen, sind immer auf unsere Bedürfnisse eingegangen und stellen hervorragende Produkte her.